Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Bruder-Baustelle. Und ihr seht, ich habe schon wieder einen MAN auf dem Tisch. Und zwar den ursprünglichen allerersten MAN aus der MAN-TGS-Umbauserie. Und ja, der steht jetzt da für die Wartung. Denn auch hier muss man hin und wieder mal ein bisschen was machen. Und er hat noch den allerersten Kippermotor drin. Der würde auch soweit noch funktionieren. Aber ich möchte hier den X2-Kippermotor verbauen. Und außerdem kriegt er, weil hier ein bisschen Spiel mittlerweile drin war, kriegt er hier unten einen neuen Arm. Der obere ist noch normal. Unten hat er ein bisschen Spiel bekommen, einfach aufgrund der Zeit und der Belastung. Ist ein Verschleißteil an sich. Deswegen kriegt er hier ein neues Teil. Deswegen, der Arm ist auch schon draußen. Und jetzt wollte ich euch das einfach mal kurz zeigen, wie einfach und simpel das ist, wenn ich sage, ich habe den zum Beispiel auch als Bausatz bestellt und möchte jetzt doch den Kippermotor upgraden oder eben auch für die Wartung, wenn ich sage, ich brauche einfach einen neuen. Ja? So. Das ganze System ist ja relativ einfach geklickt, das heißt, ich fahre hier hinten einmal unten rein. Ich zeige das gerade mal hier. Das heißt, hier die Lasche, hier unter diese Lasche fahre ich unten einmal rein mit dem Schraubenzieher. Und hebel jetzt die Kipperbrücke einmal aus, mache ich auf dieser Seite und auf der anderen Seite noch ein bisschen nach. So, und dann kann ich das hier rausziehen. Ich empfehle immer, fahrt den Kipper ein Stück hoch, so dass er ein bisschen ansteht, dann tut ihr euch leichter. Wenn der unten ganz festgezogen ist, dann ist es immer ein bisschen schwieriger. Deswegen, wenn er auf der Höhe ist, dann kann ich den einfach hier rausziehen. Hier unten ist ja das U-Profil drin, wo das Kugellager drin läuft. Und ansonsten war das ja auch schon der ganze Zauber und das Ganze ist schon zugänglich. So sieht das Ganze ja hier aus. Wie gesagt, wir sind hier immer noch in der allerersten Version. Das heißt, hier fehlt noch eine Abdeckung. Das ist genau das, was damals in dem Video alles gemacht wurde. Hat sich damals noch nichts verändert oder zu damals nichts verändert. Und jetzt ist es so, ich kriege den normalerweise jetzt so, wie er ist, natürlich nicht einfach raus. Heißt, ich schnapp mir wieder meinen kleinen Schraubenzieher und hebel hier einmal rein. Und zwar fahre ich zwischen der weißen Lasche, die nach unten geht, und dem schwarzen rein und drücke die weiße Lasche einmal zum Modell hin. Also, ich fahre hier rein. Schau mal, ob ich euch das irgendwie hier zeigen kann. Ich fahre hier hinein. So, hier. Also an der Innenseite und drücke das einmal nach innen. Und jetzt kann ich einfach Klick für Klick hier durchgehen. Das heißt, ich fange hier an, heb das ein bisschen an, gehe hier rüber. So, und schon haben wir die ganze Sache hier ausgebaut. Ich habe hier Stecker drin. Unidealerweise läuft mein Kabel auch oben rum. Ihr habt das wahrscheinlich irgendwo unten rein verlegt. Deswegen, ich lasse es jetzt aber trotzdem mal so hängen, weil es ja meines Zeigens dienlich ist. So, das heißt, ihr habt ja irgendwo, dass die Kabel da unten reinlaufen. Und jetzt ist es so, dass ich hier einfach hergehen kann und sage, ich löte jetzt die Kabel ab, die bisher schon dran sind. Merkt euch, welches Kabel wo ist. Wenn ihr zwei schwarze Kabel verbaut habt, dann solltet ihr zumindest eins kurz markieren, welches oben ist und welches unten. Bei mir ist jetzt das schwarze oben, das rote unten und ich löte mir einfach die Kabel kurz weg. Hier kleiner Tipp, wenn ihr ewig lang mit eurem Lötkolben hier dranhängt, und es will nicht weggehen. Also bei meinem Lötzchen geht das noch ganz gut. Wenn es nicht weggehen sollte, obwohl ihr da schon irgendwie so gefühlt den halben Tag lang die Lötspitze drauf hängt, nehmt ein bisschen Lötzchen auf die Spitze und geht dann damit zusammen hin. Dann schmilzt das Lötzchen an der Spitze das Lötzchen gleich mit weg. Ja, es liegt an dem Flussmittel, gehe ich mal schwer davon aus. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Elektriker, aber es wird am Flussmittel liegen, dass es so ist, deswegen. So, die Kabel sind weg, wie gesagt, die kommen wahrscheinlich bei euch von unten irgendwo her. Und jetzt habe ich hier zwei Schrauben, an denen das Modul festgemacht ist. Die schraube ich einmal weg. Drehe ich mich in Wolf. So, und dann kann ich dieses Modul hier komplett rausnehmen.
So, jetzt sind da ja dann ein paar Schrauben drin, mit denen der Motor festgeschraubt ist. Die nehme ich mir auch einmal raus, denn wir wollen den Motor ja tauschen. Hier habe ich noch ganz andere Schrauben verbaut. Das ist ja gefühlt 100 Jahre her, dieses Modell. Das ist der Wahnsinn. Mittlerweile hat sich doch hier und da ein bisschen was getan an den ganzen Sachen. Aber ich muss sagen, bin also, das Teil brauchen wir ja wieder. Den alten Motor zur Seite. Und wir können den neuen Motor direkt hineinbauen. Schlitzschrauben, wer sich sowas ausgedacht hat. Warum habe ich damals Schlitzschrauben benutzt? Wahnsinn. So. Jetzt zittern wir die wieder rein. Nachdem das andere Video schon ein bisschen älter ist, erzähle ich das nebenher, während ich hier das Zeug reinschraube. Ich habe ein Video, ein Testvideo von diesem X2 Kippermotor, wo ich das auf der Waage eine Krampe mulde im Mercedes Arox 4-Achser belade. Also der hat da in der Mulde irgendwo knapp 10 Kilo, 10,4 waren es, glaube ich. Ich schaue mal, ob ich das Video unten verlinken kann. An Zuladung gehabt, also mehr als genug. Der Motor, ich habe, das ist einer meiner ersten, das ist noch nicht mal der normale. Der normale ist die Generation 2, das ist Generation 1. Und der hatte hier knappe 3 Kilo bis 3,5 Kilo. Was der drückt, der normale war da schon deutlich besser. Und der hier, wie gesagt, der X2-Kipper-Motor ist. So. Der ist ferner liefen. Man braucht ihn übrigens nicht unbedingt jetzt bei dem hier, denn wie ihr von dem anderen Kipper-Vergleichsvideo wisst, ist die Zuladung hier gar nicht so hoch, geht gar nicht so viel rein. Aber je nachdem, was ihr natürlich fahrt, wenn ihr sagt, nein, ich will eigentlich nur nassen Sand fahren, dann bietet sich natürlich immer an, auch den stärkeren Motor zu nehmen. Er quält sich halt auch nicht so. Das ist halt auch ganz klar. So. Bevor ich den jetzt hier festschraube, beziehungsweise ich löte jetzt schon mal das ganze Ding hier an. Das kann ich schon mal machen. Jawohl. Das ist es. Einmal ein bisschen Lötzinn drauf. Also gut, dann löten wir das Ganze hier an. Und jetzt ist es so, es bietet sich natürlich an, wenn der jetzt angeschlossen ist, dass ihr den unter Umständen dreht. Ich muss jetzt gerade schauen, meiner steht hier schon fast richtig. Das heißt, ich muss jetzt den Kipperarm hier montieren. Und der sollte jetzt natürlich so sein, dass er etwas nach oben steht, denn von unten her kann ich ja jetzt nicht festschrauben. Deswegen, wenn er jetzt angelötet ist, habt auch ihr die Möglichkeit, egal wie er jetzt kommt und standardmäßig eingestellt ist, dass ihr den noch mal kurz über die Elektrik vom Hubmechanismus einfach hoch und runter fahren könnt. So. Jawohl. Also, soweit so gut. Drehen wir die Schrauben hier wieder rein. So, und die andere komme ich jetzt nicht hin, das heißt auch ich muss jetzt kurz einmal das Modell einschalten. So, ich muss den Arm einmal hier nach oben fahren, damit ich an die Schraube hinkomme. Aber das ist alles ja wirklich kein Hexenwerk. Nachdem mein Kabel ja immer noch oben rum geht, muss ich das jetzt kurz einmal ausstecken, um das Ganze hier einzubauen.
Wie gesagt, wenn die Taler von unten kommen, ist das weniger das Problem. Ich weiß gar nicht, warum ich das so gemacht habe. Genau, wir haben festgeschraubt, wir haben den Arm drin. Klickt sich das ganze Ding wieder drauf. In diesem Zuge gucke ich immer, ob... Akku nicht verlieren. Ob hier die Nase noch funktioniert oder ob die mittlerweile auch schon weg ist oder ausgeleiert ist, der Endschalter. Denn das passiert natürlich doch unter Umständen auch mal, dass man sich den irgendwo mal rausreißt. Dann die Nase wieder hinmachen oder beziehungsweise wieder festmachen, wenn sie locker sein sollte. Wunderbar. Also, perfekt. Ich teste gerade den Erdabschalter und Vorführeffekt, er schaltet ab beim Hochfahren und nicht beim Runterfahren. Heißt, ich habe den Motor falsch rum angelötet. Das heißt, die Polarität von dem Motor ist andersrum wie von dem alten, wie es beim alten war. Schauen wir gerade, ob ich da so reinkomme. Denn das müssen wir natürlich korrigieren, denn es hilft mir nichts, wenn mein Motor abschaltet, wenn er nach oben fährt. Und wenn er runterfährt, reißt er mir die Kippermulde auseinander. Und der ist wirklich stark, dieser Motor. Also da muss man auch wirklich gucken. Der macht auch einiges kaputt, wenn ich da nicht aufpasse. Fussel hier. Schau mal, kann ich da drin löten. Schaltet ihr wieder beim Runterfahren ab. Wunderbar. Also, das ist was, das teste ich immer noch mal. Dann, wenn es wie gesagt sowieso offen ist, kann man mal gucken, ist irgendwo noch Dreck drin, muss ich noch mal vielleicht irgendwo mal nachschmieren, ist sonst noch irgendwo was offen, beziehungsweise ist vielleicht was gebrochen, muss ich was reparieren. So eine Wartung hat man einfach immer wieder mal. Hat man auch bei richtigen Fahrzeugen. Jeder, der ein Auto fährt, der kennt das. Ja, hier müssen wir Gott sei Dank nicht zum TÜV. Und jetzt fädeln wir oben das O-Profil wieder ein und klicken unten einfach die Mulde wieder drauf und siehe da, funktioniert einwandfrei. Den Endabschalter kann ich noch ein bisschen nachstellen jetzt. Machen wir nochmal. Perfekt. So läuft das. So, neue X2 verbaut, Endabschalter nochmal geprüft. Ansonsten war alles in Ordnung. Es steht ein bisschen was auf der Agenda natürlich für den hier, das habe ich letztes Mal schon gesagt, denn auch ich möchte meine Kästen lackieren. Ich möchte hier die Gummibereifung drauf machen und also wie gesagt, es steht noch ein bisschen was an, aber momentan war es das jetzt erstmal, das war jetzt bloß eine kurze Wartungsarbeit, ihr seht, hat jetzt nicht lange gedauert, Viertelstunde ist das Thema durch und es ist wieder alles sauber. Wie gesagt, bei mir war die Fahne eben beim Endabschalter, das war eigentlich die ursprüngliche Sache und eben das Spiel am Arm und in dem Zug gleich mal auf den neuen starken X2 Kippermotor aufgerüstet. Wunderbar. Kurze Sache, Riesenwirkung und dementsprechend darf er jetzt wieder auf die Baustelle. Ja? Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Abonniert meinen Kanal und wenn ihr unten die Glocke anmacht, dann werdet ihr auch informiert, wenn das neueste Video online geht. Ich freue mich. Bis dann. So, dann testen wir das Ganze auch nochmal gleich. Hier haben wir auf 0 auf der schönen Waage. Das hier ist Granitkies und ist eh schon sehr schwer. Dementsprechend, ihr kennt das aus den anderen Videos. Voll. Ja. Eine gute Pritsche voll. Und dann schauen wir mal, wir haben jetzt 4,25 Kilo und schauen wir mal, das sollte gut machbar sein. Ja, er muss arbeiten, aber das läuft. Wunderbar.